Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die komplette Serienbox von Hannibal. Alle weiteren Informationen zu dieser Serie und der Box, sowie natürlich auch die Links zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hannibal, die komplette Serie. Wir haben das Ganze natürlich in Plastik verschweißt, ist eine Blu-ray-Box. Wir werden das Ganze mal aus dem Plastik befreien und uns dann natürlich im Detail ansehen, was wir hier so haben. Am besten hier oben einmal aufschneiden. So. Also, wir hatten hier einen 18er FSK Aufkleber auf der Folie, der uns jetzt hier verloren geht. Nicht schade drum. Hier lesen wir Hannibal, die komplette Serie. Darunter noch Gaumo Television oder Television, 9 Blu-rays und Studio Kanal. Und wir haben hier die Box in weiß gehalten, einen weißen Teller, auf dem sich ein Organ befindet, also in meinen Augen ist das ein Herz, ja, dürfte ein Herz sein. Und das Blut des Herzens fließt hier in sehr eigenartiger Weise vom Teller ab. Also hier die Blutspritzer, ja, aber hier, das erinnert sehr stark an ein Geweih. Und wer die Serie von euch kennt, der wird wissen, dass Geweihe generell eine Rolle spielen in der Serie. An den Seiten lesen wir nochmal Hannibal, die komplette Serie, Studiokanal. Oben ebenfalls Hannibal, die komplette Serie. Auf der Unterseite ein Barcode und die Credits dazu. Und auf der Rückseite haben wir nochmal so einen Blutabdruck, einen Totenkopf, auch wieder mit Geweih. Die komplette Serie über den berühmtesten Kannibalen der Filmgeschichte. Also die Serie baut ja auf den Filmen auf. Gibt ja mehrere Verfilmungen von Hannibal und jetzt eben auch eine Serie dazu. Hier stehen eben die Hauptdarsteller. Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Lawrence Fishburne und viele andere. Und dann hier kurz die Inhaltsangabe, werde ich jetzt auch nochmal vorlesen. FBI-Profiler Will Graham kann tief in den Verstand anderer Personen eindringen und deren Erlebnisse zu seinen eigenen machen. Eine Fähigkeit, die ihm bei der Aufklärung von perfiden Mordfällen hilft, ihn aber auch an den Rand des Wahnsinns bringt. Als eine neue Mordserie des FBI erschüttert, wird dem labilen Graham der beste Psychiater des Landes zur Seite gestellt, Dr. Hannibal Lecter. Dann haben wir hier ein paar Eindrücke, ein paar Aufnahmen. Hier natürlich noch die Infos, Sprachen, Ton, Untertitel, Bild, Laufzeit. Über 6 Stunden Bonusmaterial und Laufzeit insgesamt 1675 Minuten. Also jede Menge Laufzeit. Dann haben wir hier 3 Blu-rays, die uns hier entgegenkommen. Das ist die Box, also ja, so eine Papphülle, in der die 3 Boxen, in der die 3 Blu-rays Platz finden. Gehen wir mal zur Seite. Dann kommen wir zum eigentlichen Inhalt. Also wir haben hier die 3 Staffeln, 1, 2 und 3. Und zusätzlich so ein kleines Beiheft, Booklet mehr oder weniger. Kennen wir bereits das Cover, die TV-Serie. Der Totenkopf. Und dann haben wir hier, schauen wir kurz, was sieht man hier? Ja, also hier haben wir zum Beispiel Hannibal. Vieles aus den Romanen wurde in den Filmen noch nicht erzählt. Die Zeit war reif für eine Neuinterpretation. Hannibal Lecter, das ist also der Schauspieler, der Herr Mikkelsen, der Hannibal in meinen Augen sehr gut verkörpert. Also ich bin generell ein Riesenfan der Serie. Hier haben wir diverse Zitate und einfach Eindrücke vom Set. Oder ja, wie es hinter den Kulissen so abgelaufen ist. Will Graham. Auf eine gewisse Weise ziehen Hannibal und Will aufgrund ihrer speziellen Persönlichkeiten völlig isoliert durch die Welt. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Dann haben wir hier die Hunde. Will Graham ist ja ein großer Hundeliebhaber. Er lebt ausgeschieden und hat außer seinen Hunden fast nichts anderes. Dann haben wir hier Jack Crawford, gespielt von Lawrence Fishburne. Kennt man wahrscheinlich von Matrix, dort ist er ja Morpheus. Hinter jedem Menschen verbergen sich Unmengen an Schichten. Ja, da ist auch was dran. Also er ist der oberste FBI-Ermittler. Was haben wir hier? Okay, ein
einen Raumplan, eine Skizze, diverse Fotos, weitere Zitate. Dann hier einen Esstisch mehr oder weniger, ein Wald voller Früchte, Gemüse und Fleisch, ein Schwein hier. Weitere Aufnahmen, ja, wie gesagt, die Geweihe spielen immer eine Rolle. Hier eine Frau von einem Geweih durchbohrt. Okay. Also dann hier noch einzelne Fotos der Tatorte aus den einzelnen Folgen. Also man sieht hier auf jeden Fall, auch schon im Booklet, die Serie ist doch etwas härter. Also die Filme waren ja auch schon etwas blutiger, etwas gewalttätiger. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde die Serie fast noch etwas härter als die Filme gestaltet. Ich muss ehrlich sagen, ich finde das gut. Also ich stehe auf sowas, um ehrlich zu sein. Wenn es so war oder wenn das so erzählt werden soll, dann muss man auch entsprechend die drastischen Bilder oder die Szenen auch zeigen. Deswegen ist ja auch die Kennzeichnung ab 18. Und ja, ich muss ehrlich sagen, ich schaue mir so etwas gerne an. Das ist die erste Staffel. So sieht das aus. Was mich jetzt halt nervt, ist, dass der 18er hier wirklich am Cover aufgedruckt ist. Sprich, wir können den nicht entfernen. Den 18er. Blu-ray-Hülle. Okay, das ist einfach Werbung für andere Serien oder DVDs. Und wir haben hier dann die Discs drinnen. In dem Fall 3 Stück. Blu-ray 1, 2 und 3. Was spannend ist, die erste Folge, die ersten 5 Folgen sind ab 18. Dann die Folgen 6 bis 10 und 11, 12, 13 ab 16. Also ich kann mir gut vorstellen, ja, es gibt einige härtere Szenen, speziell die Szenen, wo dann der Ermittler Will Graham sich eben in die Täter hineinversetzt und das Verbrechen quasi aus der Ego-Perspektive nochmal nachvollziehen kann. Das ist immer sehr, sehr hart von den Bildern. Die CDs bzw. die Blu-rays sind klassisch gehalten, sind Silber. Und wir haben eben 3 Stück hier drinnen. Pro Staffel sind es 13 Folgen. 13 Folgen pro Staffel, also 13 mal 3 ergibt 39 Folgen. Ab 16, okay. Also es variiert hier wirklich von Folgen zu Folgen teilweise. 16 oder 18, je nachdem wie drastisch Gewalt vorgestellt wird. Das ist die dritte Staffel. Hier haben wir nochmal Hannibal abgebildet. Also auf Staffel 1 und Staffel 3 Hannibal. Auf Staffel 2 Will Graham. Lustigerweise mit so einer Hannibal-Schutzmaske. Und auch hier wieder 3 Discs natürlich. 18, 16. Lustig, ja. Also es ist immer zumindest ein 16 oder zwei 16er dabei. Von hinten sieht das Ganze so aus, also wenn man sich jetzt ins Regal stellen würde. Hannibal Staffel 1, 2, 3. Ist natürlich euch dann überlassen, ob ihr das so wieder in die Box geben werdet. Ich werde es auf jeden Fall in die Box tun. Und dann natürlich auch noch dieses kleine Beiheftchen. Also, was bekommen wir in der Box? Um es nochmal kurz zusammenzufassen. Wir haben 3 Staffeln, sprich 39 Folgen mit Bonusmaterial und allem drum und dran. Insgesamt über... Wir hatten es da, 1675 Minuten, also jede Menge Material, alleine 6 Stunden Bonusmaterial oder über 6 Stunden Bonusmaterial. 3 Staffeln Hannibal, 39 Folgen, plus dieses Booklet, das Ganze in Blu-ray und das Ganze kommt dann eben in dieser Box. Finde ich ein schönes Gesamtpaket und ich kaufe mir solche Sachen generell immer erst, wenn die Staffel zu Ende ist, weil ich kann das nicht leiden, wenn ich mir dann irgendeine Box kaufe, Staffel, was weiß ich, 1 bis 2 und dann kommen aber noch 2 Staffeln raus und dann ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, deswegen immer abwarten, bis die Serie wirklich abgedreht ist und dann das All-In-Paket kaufen. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.